Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich möchte euch heute den Flugel Netzanalysator 1777 vorstellen und zeigen, wie das Gerät bedient wird. Der Flugel 1777 hilft uns, Fehler und Probleme in Industrieanlagen, aber auch in Photovoltaikanlagen und Ladesystemen für Elektrofahrzeuge zu finden. Im Lieferumfang enthalten sind zum einen 4 Messspulen von 1 bis 1500 Ampere, 5 Krokodilklemmen, 5 magnetische Messspitzen, ein Verlachbahnkabel mit 4 Anschlüssen zum Messen von Spannung, ein besonders starker Magnet, um das Gerät auch an der Verteilung aufhängen zu können, ein TAF-Koffer mit Rollen und natürlich das Gerät mit dem dazugehörigen Netzteil. Schauen wir doch jetzt mal genauer aufs Gerät. Wir haben oben am Gerät die Anschlüsse für die Stromzangen und auch für die Messleitung. Dann haben wir hier in dem Bereich einen Anschluss für die Stromversorgung, entweder per Netzkabel oder wir können uns direkt mit Messleitungen anschließen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie längere Zeit aufzeichnen wollen, weil Sie können sich in der Verteilung direkt anklemmen und mit Strom versorgen, brauchen dann keine lange Akkulaufzeit und keine Steckdose. Sie haben hier den Eingang für die Erdung oder können ein FieldSense-Gerät anschließen. Was ein FieldSense-Gerät ist, sehen Sie in einem weiteren Video von uns. Außerdem haben Sie hier oben Anschlüsse, zum einen um eine direkte Verbindung zum Internet einstellen zu können, was zum Beispiel für die Fernsteuerung benötigt wird. Sie haben die Möglichkeit über USB-C das Gerät direkt mit dem Rechner zu verbinden, um es auszulesen, oder einfach einen USB-Stick anzuschließen, um die Daten aus dem Gerät auszulesen. An der Seite haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel in einer Trafostation messen, einen mobilen Router anzuschließen, um auch von dort aus per Fernzugriff auf das Gerät zugreifen zu können. Außerdem haben wir an der Seite die Möglichkeit, über ein Kensington-Schloss das Gerät zu sichern. Wenn Sie in einer Fremdanlage sind, macht sich das gut, nicht dass das Gerät am Ende der Messung verschwunden ist. Dann schalten wir das Gerät mal an. Was Sie im oberen Bereich gleich sehen werden, Sie kriegen sofort eine Aussage über die Netzqualität. Wenn Ihr Netz erhebliche Störungen aufweist und die Netzqualität nicht in Ordnung ist, werden Sie hier sofort rote Lampen angezeigt bekommen. Wenn das Netz vollkommen in Ordnung ist, werden Sie bei Spannung und Strom alle Lampen grün leuchten sehen. Wir haben das Gerät aktuell nicht angeschlossen, deswegen sehen wir natürlich beim Stromwert rote Lampen, weil kein Strom ist immer schlecht. Dann sehen Sie auch gleich das Hauptmenü. Sie haben die Möglichkeit, bei dem Gerät entweder eine schnelle Fehlerdiagnose oder eine Langzeitmessung zu machen. Die schnelle Fehlerdiagnose ist dafür da, wenn Sie sofort an der Anlage schauen möchten, gibt es ein Problem oder gibt es kein Problem. Wenn Sie längerfristige Messungen durchführen wollen, nutzen Sie am besten die Logging-Funktion. Die Bedienung von dem Gerät erfolgt entweder über den Touchscreen. Sie können das Gerät aber auch vollständig über die Pfeiltasten bzw. die Menütasten verwenden. Wir haben eine zusätzliche Taste, um Bildschirmfotos zu machen. Diese werden dann im Speicher hinterlegt. Sie sehen auch immer im ersten Blick, wie viel der Speicher belegt ist. Das heißt, Sie haben nicht das Problem, dass Sie zur Baustelle fahren und der Speicher schon komplett belegt sind und Sie Messdaten überschreiben müssen, sondern Sie sehen das immer auf dem ersten Blick. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns die Langzeitmessung an, weil die Einstellungsmöglichkeiten immer recht ähnlich sind zur schnellen Fehlerdiagnose und wir dort einen kompletten Überblick über das Gerät erhalten. Gehen wir doch jetzt mal in die Messung rein. Wir sehen, ist das Menü in 3 Punkte aufgeteilt. Sie haben einmal die Messungseinstellung, wo Sie eingeben, was haben Sie vor Ort für ein System, wie möchten Sie das Ganze messen. Sie haben die Ereignisträgereinstellung, wo Sie eingeben, was Sie gerne sehen möchten und wo ein Event markiert werden soll. Und Sie haben die Aufzeichnungseinstellungen. In den Aufzeichnungseinstellungen geben Sie an, wie lang soll die Messung gemacht werden und wie häufig soll ein Mittelwert gebildet werden, wie heißt die Datei zum Beispiel. Im ersten Menüpunkt Messeinstellungen
haben Sie zum Beispiel das Netzsystem, was Sie einstellen können. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sich vorab informiert, was habe ich dort für Gegebenheiten, wo ich messen möchte, und mit dem Anlagenbetreiber vorab die gesamten Messungen bespricht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aufs Netzsystem gehen, kriegen Sie natürlich auch den Anschluss gezeigt und wissen, wie Sie Ihr Gerät anschließen müssen. Dann können Sie die Nennspannung auswählen. In der Regel sind es bei uns 230 oder 400 Volt. Die Nennfrequenz können Sie einstellen. Das sind bei uns immer 50 Hertz. Das ist ein amerikanischer Hersteller, deswegen ist auch 60 Hertz hinterlegt. Sie können vorab schon den Netzqualitätsstandard eingeben. Das bedeutet, es gibt verschiedene Normen, international und europäische Normen, die vorgeben, welche Messungen erfüllt werden müssen und worauf geachtet werden muss. Das heißt, Sie haben schon alles, was gemessen werden soll, voreingestellt. Das macht sich eigentlich immer ganz gut. Bitte fragen Sie da auch Ihren Auftraggeber, welchen Netzqualitätsstandard er gerne haben möchte. Wenn Sie ins vorherige Menü zurück wollen, können Sie das entweder über die Back-Taste oder Sie kriegen oben links auch immer das vorherige Menü angezeigt. Jetzt sind wir wieder im vorherigen Menü. Schauen wir uns doch jetzt mal die Ereignisträgereinstellungen an. Hierfür können Sie entweder hier oben anklicken oder ins nächste Menü reingehen und sehen dann die Übersicht. Hier stelle ich ein, was ich genau sehen möchte und wann ich ein Event gemeldet haben möchte. Das ist später wichtig in der Nachbehandlung der Messung, weil ich diese Events dann genauer, detaillierter angezeigt bekomme und in der Software Energy Analyze auswerten kann, beziehungsweise auch direkt im Gerät in einer Tabellenform aufgezeichnet sehe. Ich habe hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Einbruch der Spannung, die Überspannung, ich kann Netzunterbrechungen dementsprechend detektieren, ich kann Signalabweichungen detektieren, ich kann auch Transienten messen mit diesem Gerät, ich kann schnelle Spannungsänderungen messen, ich kann das Rundsteuersignal messen, was zum Beispiel sehr interessant in Busanlagen ist, und ich kann natürlich auch den Einschaltstrom messen. Wenn ich in die einzelnen Menüpunkte reingehe, zum Beispiel bei der Signalabweichung, sehe ich dann dementsprechend nochmal ein genaueres Bild und ich kann dann Einstellungen vorausnehmen. Ich sehe dann bei 230 Volt, was ist mein eigenes Limit, und ich kann den Trigger ein- oder ausschalten. Das gleiche habe ich zum Beispiel auch bei Unterbrechungen. So sehe ich auch immer im Bildschirm nochmal, was ist das Ganze, was will ich damit darstellen, sodass ich dann jederzeit auch vor Ort nochmal Änderungen im Gerät vornehmen kann. Zum Schluss gehen wir auf die Aufzeichnungseinstellungen. Hier gebe ich dem Ganzen einen Namen, ich kann eine Beschreibung hinzufügen, ich kann dann dementsprechend die Dauer und die Startzeit festlegen. Es kann ja sein, dass Sie das Gerät am Freitag in die Verteilung bringen, aber erst am Montag starten möchten, um meinen gesamten Wochenzyklus auszuwerten. Ich kann den Mittlungsintervall einstellen und ich kann auch hier nochmal sagen, welche Oberwellen ich dann dementsprechend mit abmessen möchte und kann dann dementsprechend auch Speicherung vornehmen. Ich kriege dann auch immer angezeigt, wie viel Speicherplatz mir diese Messung belegen wird und kann sehen, ob diese Messung dann im Speicherplatz ausreicht. Wir haben insgesamt 30 GB Speicher drin. Das reicht eigentlich für fast jede Messung. Ich würde sowieso vorschlagen, so eine Messung im Bereich von einer Woche durchzuführen, weil man hat den Prozess des Unternehmens einmal durchlaufen und kann dann dementsprechend schauen, wo man Störquellen hat. Ich habe jetzt bereits eine Messung gespeichert, kann dafür in den Speicher reingehen und mir die Aufzeichnungen angucken. Sehe dann hier meine Aufzeichnung und kann das Ganze entweder löschen, auf einen USB-Stick übertragen oder mir das Ganze anschauen. Ich möchte mir das Ganze einmal ansehen und kann dann dementsprechend auf meine Events gehen und sehe dann, wie gesagt, in einer Tabelle aufgelistet, was passiert. So haben Sie eine schnelle Übersicht, wann ist was passiert und können dementsprechend schon eine erste Auswertung am Gerät durchführen. Einen kompletten Bericht erstellen und die Ergebnisse auswerten können Sie dann über die Energy Analyze Software. Schauen wir mal rein. Wie gesagt, hier kriegen wir nochmal im Detail gezeigt, wann, in welchem Zeitraum, wann
hat das Event sein Ende genommen? Was ist vorgefallen, in welcher Dauer? Und was hatten wir? Wir hatten hier einen Spannungseinbruch, eine Signaleinweichung von minus 28,9 Volt auf der Phase A. Ich kann dann hier gleich sagen, ich möchte mir das nächste Event anschauen. Auch hier hatten wir wieder eine Signalabweichung auf Phase C in dem Fall bei minus 23,2 Volt. Über die Sterntaste können wir auch noch weitere Funktionen freischalten. Wir können zum Beispiel in die Kommunikationseinstellungen gehen. Hier haben wir die Möglichkeit, das Gerät über verschiedene Weisen mit zum Beispiel einem Fernzugriff zu verbinden. Wir können das Gerät ja, wie schon erwähnt, direkt mit einem Netzwerkkabel per Ethernet verbinden. Wir könnten zum Beispiel ja auch das Ganze drahtlos im Wi-Fi verwenden. Wir können einen eigenen Wi-Fi-Hotspot erstellen. Aber wir können zum Beispiel auch über einem Mobilfunkmodem das Gerät an entlegenen Punkten, zum Beispiel einer Trafostation, dementsprechend mit dem Internet verbinden und per Fernung zugreifen. Das schalte ich über die Fernsteuerungsfunktion ein. Kann ich aber auch ausschalten, wenn ich nicht will, dass jemand Zugriff auf das Gerät hat von außen. Genau. Wir möchten uns direkt auf das Gerät schalten. Das heißt, wir benutzen das Gerät als eigenen Hotspot. Und das ist dementsprechend hier der Wi-Fi-Zugangspunkt. Der ist jetzt schon eingeschaltet. Sie sehen einmal, wie das Gerät dargestellt werden wird als Netzwerk und das Netzwerkpasswort. Das können Sie so auch bestehen lassen. Sie werden dann das Ganze mit zum Beispiel dem Handy oder PC verbinden und dafür brauchen Sie ein VNC-Programm. Das gibt es kostenfrei, sowohl für Handy als auch PC. Im Menü Fernsteuerung finden Sie unter anderem auch die IP, die Sie benötigen, um die Geräte miteinander zu verbinden. Ich nutze für das Ganze die App RVNC. Wir können die ganz einfach im Play Store oder im Android Store runterladen. Die ist auch kostenfrei und relativ einfach zu bedienen. Als allererstes verbinden Sie sich über das WLAN mit dem Hotspot des Fluke 1777. Hierfür gehen Sie dementsprechend auf das Gerät drauf. Beim ersten Mal wird Ihnen dann eine Passwortabfrage gestellt. Sie können das Passwort ja gerne dann speichern. Im Menüpunkt Kommunikationseinstellungen finden Sie das Passwort unten abgelegt und können es dementsprechend einfach abschreiben. Dann passen Sie bitte auf, es wird Ihnen häufig angezeigt, dass eine Internetverbindung nicht möglich ist. Das ist für uns aber nicht wichtig, weil wir uns ja direkt auf das Gerät draufschalten. Jetzt gehen Sie in die VNC-App, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sie können dann in den Kommunikationseinstellungen auf Fernsteuerung die IP-Adresse ablesen und diese tragen Sie dann einfach ein. In unserem Fall ist das die 10.237.186.1. Sie können dem Ganzen dann auch noch einen Namen geben, 1777 YouTube und können das Ganze dann erstellen und sich mit dem Gerät verbinden. Sie sehen jetzt, dass sich das Gerät umschaltet und wir dementsprechend dann uns verbinden können und können dann das Gerät einfach fernsteuern. Um die Fernsteuerung zu beenden, können Sie das natürlich über Ihr Telefon tun, aber Sie können auch einfach eine beliebige Taste am Gerät drücken. Dann wird eine Umschaltung erfolgen, wir kriegen eine Meldung angezeigt, dass das Gerät nicht mehr verbunden ist. Und wir können wieder direkt am Gerät bedienen. Alle für das Gerät notwendigen Informationen finden Sie dann hier oben auf der Infotaste. Hier sehen Sie zum Beispiel die Seriennummer, die Modellnummer und andere Dinge, die dementsprechend wichtig sind, wenn Sie mal einen Servicefall haben oder mit den Kollegen von Fluke sprechen möchten. Das Fluke 1777 ist nicht nur leicht zu bedienen, sondern findet Fehler in Ihrer Industrieanlage und hilft Ihnen, diese zu beseitigen und damit Kosten zu sparen. Wenn Sie mehr über die Software Energy Analyzer erfahren wollen, schauen Sie in unsere nächsten Videos mit rein. Wir werden demnächst ein Video dazu veröffentlichen. Dazu macht es sich am besten, unseren Kanal zu abonnieren und nichts zu verpassen. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie die doch in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Video, Ihre Zukunftstechniker.